So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforest, The Order of Dawn. Ja, seit dem letzten Mal ist ein bisschen was passiert. Ich habe mir nämlich noch ein Elfendorf aufgebaut und habe meine Einheiten ein bisschen erweitert. Das hängt damit zusammen, dass ich mich mal ein bisschen über die Quest, die jetzt kommt, kundig gemacht habe. Und zwar spawnen dann jetzt hier irgendwie, wie ich das gelesen habe, hier mehrere Gegner verteilt auf der Karte. Deswegen habe ich hier jetzt hier 5 Gruppen a 13 Mann zusammengestellt. Und die sollen dann nach Möglichkeit die Diener besiegen, die dann jetzt hier kommen. Weil die wo auch nicht ziemlich lange da sind, beziehungsweise es ein Zeitlimit gibt. Und da wäre das halt schon ganz schön, wenn die dann relativ zügig umfallen. Ja, dann wollen wir doch eigentlich auch gleich mal ins Geschehen starten. Also wie gesagt, ich habe die jetzt hier so verteilt. Hier einmal hier eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe, hier eine Gruppe und hier auch noch eine Gruppe. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal und hoffen, dass das jetzt hier gut geht. Hier sind die 300 Eisen für die Klinge. Gut. Wir werden mit dem Schmieden beginnen, sobald ihr bereit seid. Denkt an den Fluch, dem ihr euch stellen müsst. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, dem Fluch zu begegnen. Dann höre. Sobald ich beginne, die Klinge zu formen, werden 5 der steinernen Wächter erwachen. Sie werden den Zorn der Felsen heraufbeschwören. Ihr müsst sie aufhalten. Bezwingt die Wächter, bevor die Beschwörung zu Ende ist, oder ihr werdet vernichtet werden. Und lasst auch eure Güter nicht unbewacht. Einige der Steinernen werden versuchen, euch aufzuhalten. Kehrt zurück, sobald ihr die Wächter bezwungen habt. Die Klinge wird fertig sein. Okay. Es hat begonnen. Die Wächter sind erschienen. Sie beschwören den Zorn der Felsen. Der alte Fluch erwacht. Findet sie. Haltet sie auf, bevor sie das Ritual vollenden können. Dies ist die einzige Hilfe, die ich euch gewähren kann. Möge Nidhalf euch gnädig sein, Mensch. So, dann hoffen wir doch einfach mal, dass ich die gut verteilt habe und dass wir jetzt hier mal loslegen können. Jetzt die Cutscene mal vorbei ist. So, hier, ihr gleich auf den hier. Ihr auf den hier. Ihr hier auf den hier. Ich wusste halt nicht, wo die spawnen. Ich habe bloß auf der Karte, ich habe bloß in der Beschreibung gelesen, dass die hier da so irgendwo spawnen. So um die Dings drumrum. Also ungefähr auf der Karte hat er halt geschrieben. Okay, das ist natürlich mega uncool. Toll. Puh, und so. Müssen wir jetzt mal schauen, das kriegen wir bestimmt hin, irgendwie hier. Hoffe, dass das jetzt klappt hier soweit. Aber das sieht eigentlich ganz knorke aus. Mal abgesehen von dem einen dort. Aber der Diener ist auch schon futsch. Dann machen wir nämlich die hier noch hier oben, dann fertig mit denen, die wir jetzt noch übrig haben. Ach ja. Oh Gott, hätte ich das mir nicht vorher durchgelesen, wäre ich echt am Arsch gewesen, würde ich mal sagen. Ja, scheiß auf das bisschen da. Moment, 6 ist das hier. Und dann hier, ihr. Ihr könnt euch mal ganz schnell verschwinden. Ihr könnt euch mal ganz schnell verschwinden. Was für ein Deutsch. Boah, ich bin heute wieder sehr gut drauf, wie ich merke. Aber es schien ja doch relativ einfach zu sein. Also es war jetzt irgendwie nicht so hart, wie ich gedacht habe.
Hier habe ich natürlich jetzt keinen liegen. Keinen Helden. Aber hier habe ich auf jeden Fall auch einen. Ja, dadurch, dass wir das jetzt auch geschafft haben, werden wir dann gleich noch das letzte dort machen auf der Karte. Und das war doch hier oben. Hier mit dem Dings. Das ist für noch eine Kiste, die wir noch uns dann schnappen werden. Und dann haben wir diese verdammte Karte endlich fertig. Ich fasse es nicht. Hat ja nur, keine Ahnung, 20 Millionen Folgen gedauert. Gott, ey. Meine Fresse. Ja, ich habe auch übrigens mal die Druiden gebaut. Die ja diese Heilaura haben. Ziemlich coole Sache, das auf jeden Fall. Also so, weiß ich nicht, finde die verlieren irgendwie nicht so wirklich viel Life hier. Gefällt mir. Auf jeden Fall sehr gut. Auch wenn sie super teuer sind. Was so Produktionskosten betrifft. So, ich glaube 100 Lenya oder so kamen die, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, genau. So, die sind auch futsch. Nehmen wir das noch mit. Und dann können wir schon mal unsere ganzen Einheiten hier oben sammeln, weil hier spawnt dann nämlich auch noch ein böser Typ, der nur Böses will. So, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Super. Das war's auch schon. So, dann können wir mit ihm nochmal reden. Mensch. Die Wächter sind besiegt. Ihr habt den Fluch bezwungen. So nehmt den Preis. Diese Klinge wurde mit der Kraft der Erde für euch geformt. Sie soll unseren neuen Bund besiegeln. Yay. Erdenklinge erhalten. Erdenklinge. Questbuch aktualisiert. Ja. Erdenklinge. Zeigt Skarvik die Erdenklinge. Siedlung der Zwerge in den südlichen Windwallbergen. Lebensklar, Skarvik, ein Schmied. Er kann vielleicht etwas aus der Klinge fertigen. Ja, dann gut. Dann gehen wir als erstes mal dann noch da hoch. Weil da brauche ich ja wieder Zucanus, der das hier wieder alles aktivieren kann und so weiter und so fort. Hier gab es auch noch einen Loot irgendwo. Ach, keine Ahnung, wo war denn der? Da wäre doch wieder keiner hier. Ach, drauf geschissen, das ist bestimmt eh nur Müll. Dann lauf mal hier hoch. Moment, nee, stopp hier. Ich kann ja auch ein bisschen abkürzen. Ich kann mich ja hier hinporten. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen kürzer, wenn ich jetzt nur wüsste, was das da ist. Naja, wir werden es sehen. Avatar reisen. Schwertfeld, Skorins Lager, Norden. Ja, Norden klingt gut, würde ich sagen. Zack, Norden. Ha, abgekürzt. Like a Sir. So, dann lauf mal hier hin. So, und dann gab es ja hier diesen großen Felsen, auf dem man irgendwelche Codes eingeben musste. Das hängt zusammen mit diesen Steintafeln, die hier sind. Das habe ich mir vorher auch schon mal aufgeschrieben, wie die Reihenfolge ist, weil es war ein bisschen mehr. Ja. Müssen wir mal gucken. Also das war hier immer auf den Steintafeln hier. Zum Beispiel diese kleinen, die man hier super gut sieht. Die dann hier verteilt waren. Ah, wo auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier ist noch einer auf jeden Fall. Ja, egal. Wie auch immer. Machen wir jetzt einfach. Und, ja. Feuer. Los jetzt hier. Schneller! Lauf, Zucanus! Lauf! Go, go! Go, go, go! So. Jetzt wollen wir in die Oberfläche des Minhirs sind drei Symbole eingeritzt. Ein Auge, eine Hand, ein Blutstropfen. So, Moment. Wir wollen als erstes das Auge berühren. Auge. Das Auge berühren. Mhm. Schön. Ja. Das Symbol leuchtet unter der Berührung kurz auf. Okay. Dann den Blutstropfen. Das Symbol leuchtet unter der Berührung kurz auf. Dann die Hand. Okay, leuchtet auf. Nochmal die Hand. Dann den Blutstropfen. Und dann nochmal das Auge. Oh, irgendwelches starkes Zittern oder so kam da jetzt gerade.
Haut mal rein hier. Nur gut, dass ich meine ganzen Einheiten rangezogen habe. Hier kam doch ein bisschen mehr. Also da wäre ich, ich muss mal ehrlich sagen, also wenn ich das so gemacht hätte, wie ich mir das anfangs gedacht hätte, wäre ich echt super am Arsch gewesen mit meinen 5 Einheiten hier. Oder 15 sternförmiges Amulett, genau. Und das brauchen wir noch für diese Kiste. Und dann, liebe Freunde, haben wir den Schwertfels besiegt. Yay. Gott. Was für eine Karte. Also die war echt nicht ohne, muss ich mal so zugeben. Dafür, dass es eine Nebenquest-Karte war, wenn man so will. Also, boah, ne? Also, ordentlicher Tobak. Komm, lauf schneller. Dadurch, dass halt ja auch mit den zwei Lagern total eskaliert sind mit Spawn und keine Ahnung, ey. Zumal die Gegner ja auch, sag ich mal, viel, viel stärker waren als ich. Ja. Oh, ich habe ja sogar noch Attributspunkte, sehe ich hier gerade. Moment, die können wir mal noch verteilen. Machen wir mal noch ein bisschen in Charisma rein. Damit wir ein bisschen besser heilen können. So, und dann... Ach komm, machen wir sie alle rein. Was soll's. Nicht so viel. So. Diese verschlossene Truhe hat keinerlei Schlüsselloch. Nur eine sternförmige Einlassung befindet sich an der Vorderseite. Das sternförmige Amulett einsetzen. Als das Amulett in die Einlassung gleitet, ertönt im Inneren der Truhe ein Klicken. Show me what's in there. Rune, Kämpfer, Tileth, Stufe 12. Das klingt schon mal gut. Zauber, weiße Auraban, Fluch, aha. Klingt blöd, Malachit. Verzierter Schlagstab, aha. Kleine Schlagwaffen, Eisstachel, mhm. Und Nordlandwams. So. Ach Gott. Gut, dann wollen wir noch das mit der Erdenklinge noch fertig machen. Und zwar Skarvik in den südlichen Windwallbergen. Okay, das werden wir jetzt noch machen. Oder zumindest uns dorthin begeben. Mal gucken, was die Zeit sagt. Aber Gott sei Dank ist diese Karte fertig. Hier ist einfach mal fertig. Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin, dass ich hier nicht nochmal hin muss. Gott. Das war echt voll aus. Ekelhaft. Zumal ich jetzt echt nochmal eine ganze Armee aufgebaut habe. Wie viel sind denn das? Ich habe keine Ahnung. Ja, mal spaßeshalber gucken. 64. Ist auch schon einer gestorben, glaube ich. Egal. Es hat seinen Dienst getan. War schon gut, dass ich da mindestens 10 hingeschickt habe jeweils. Zu den Wächtern. Also die haben schon ein bisschen was ausgehalten. Zumal da ja auch noch ein paar Kleine immer gespawnt sind. Naja. Was soll's. Komm schon. So, hab auch noch gelesen mit der Erdenklinge dann, dass man das nicht tauschen sollte. Also man, der bietet einen dann an, halt die Erdenklinge zu tauschen, aber irgendwie gibt's da noch eine Folgequest dafür. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Wieso läufst du nicht weiter? Lauf doch. Go, go, Tsukanos. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Komm schon. So. Und zwar südliche Windwallberge in Windholm. Würde ich einfach mal gucken, ob da was geht. So. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der blöde Zwerg war für die Quest. Skarvik. Nein? Nö. Ich glaube, der war doch hier hinten, oder? Kann das? Achso, auf die 1 mal schnell. So. Oder steht er hier noch irgendwo rum? Nee, ne? Ach, hier ist er doch, Mensch. Mein Gott, Skarvik. Eisenbart. Ich habe jetzt nicht mit einem Nachnamen gerechnet. Das war gemein. Nithals Stärke mit euch, Mensch. Was sagt ihr zu dieser Klinge? Nithals Bart. Eine Erdenklinge. Kann man sie verwenden? Ihr benötigt einen Griff, der sie halten kann. Ich kann euch einen anfertigen, wenn ich das richtige Material bekomme. Was benötigt ihr? Rotes Adamantinum ist das einzige Metall, das sich mit dem der Erdenklinge verbinden lässt. Geht zu Meister Urak. Ihr findet ihn bei den Minen. Er wird euch dabei helfen, es herzustellen. Okay.
Meister Orak, Minen sind hier oben, glaube ich. Ich mich jetzt nicht irre. Ach komm, Tukanus, lauf. Hier hin. Das machen wir jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Tum, tum, tum. Erdenklinge. Und es gibt halt wieder XP. Das ist eigentlich das Beste. Weil die Erdenklinge wird für mich eh wahrscheinlich nicht wirklich viel bringen. Mit meinem Magier. Gott, ey. 1 Million Tiermenschenfälle und Pilze und Gott, ey. Alter Schwede. Aha, aha, aha. Ich muss mal noch gucken, was ich überhaupt mit den ganzen Quest-Items machen muss. Orak. Glück auf! Ich benötige rotes Adamantinum. Habt ihr eine Vorstellung, wovon ihr sprecht, Mensch? Was meint ihr? Nun, ihr benötigt allein genügend Adamantinum für die Rohmasse. Darüber hinaus braucht ihr einen Stein des ewigen Feuers sowie das Blut eines Dämons für die Farbe. Vollendet ist das Werk aber erst, wenn das glühende Metall in den Tränen eines seelenlosen Wesens gelöscht wurde. Skavik erwähnte nicht, dass ein solcher Aufwand nötig ist, um den Griff für ein Schwert zu fertigen. Ein Schwert? Eine Erdenklinge, geschmiedet von den Dienern der Tiefe. Ah, ich verstehe. Ein Vorschlag, Mensch. Ich tausche euch die Klinge gegen ein gleichwertiges Stück aus meiner Sammlung. Ich kann euch aber auch verraten, wo ihr die Zutaten für das rote Adamantinum findet. Die Entscheidung liegt bei euch. Sagt mir, wie ich an die Zutaten für das Adamantinum komme. Adamantinum findet man nur an äußerst seltenen Stellen, dort, wo das Gestein der Erde alt ist. Steine des ewigen Feuers müsst ihr an Orten suchen, an denen das Blut der Erde glutrot und siedend an die Oberfläche tritt und die Luft voller Asche hängt. Das Blut des Dämons muss lebend entnommen werden, um seine Kraft zu erhalten. Fragt mich nicht, wie ihr das vollbringen könnt. Die Tränen eines seelenlosen Wesens sind der schwierigste Teil, da nur wenige Kreaturen ohne Seele je Trauer empfinden. Okay, das klingt sehr einfach. Gut, damit werden wir uns mal irgendwann demnächst beschäftigen. Ja, bis dahin sage ich erstmal, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ihr habt, dürft ihr gerne abonnieren oder konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Tukanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.